Wenn du sowas siehst, ne, dann hast du eigentlich sofort Bock, dich irgendwie ein Wochenende in der Werkstatt einzuschließen und einfach zu machen. Wir haben eine Alexa hier. Ich weiß ja nicht, wer von euch so ein Teil zu Hause hat oder in der Werkstatt. Haben wir bisher noch nicht gesehen, ne? Aber was wir wieder sehen sind einige Top 3 Werkzeuge von euch. Mal wieder, ich bin völlig ahnungslos. Ich auch. Du hast die Videos doch schon gesehen, ne? Ja, schon lange her. Ja. Vorab nochmal vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Und das Format kommt ja super bei euch an. Und deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, wir machen das Format weiter. Solange von euch Input kommt, sind wir hier am Start. Mittlerweile gibt es auch eine eigene Playlist für eure Top 3 Werkzeuge, eure Werkzeuge. Verlinke ich euch gerade mal oben in der Infobox. Und da könnt ihr euch nochmal die alten Folgen anschauen, falls ihr noch nicht so lange dabei seid. Aber ich würde sagen, gehen wir mal direkt in die Vollen hier. Und zwar mit Bernd. Bernd Baut, oder? Bernd Baut. Nicht Bernd das Brot, sondern Bernd Baut. Und Bernd hat ziemlich viel USB und einen Husqvarna im Regal. Moin, meine Top 3 Lieblingswerkzeuge. Also die Werkzeuge, die mir am meisten Spaß machen. Platz 3, mein Berlan Dickschweißgerät. Das macht einfach mega viel Spaß. Platz 2, also mein Lieblingshandwerkzeug, ist mein Rallyhobel. Es ist ein Rally 220 Evolution. Man kann bei Rallyhobeln, da die ein Wechselklingensystem haben, einfach hoch zum Bügel hochklappen. Dann kann man die Klingen entnehmen, kann die einmal umdrehen, weil die beidseitig geschärft sind. Zack, runter, Bügel runter, einmal drücken, Tiefe einstellen, hobeln. Für mich als Heimwerker super. Brauche ich kein Hobelmesser bzw. kein Hobeleisen zum Schärfen geben. Und mein absolutes Lieblingswerkzeug in Summe Platz 1, die DEWALT DW745. Nicht zuletzt gekauft wegen eurem tollen Video. Das Ding hat mich einfach überzeugt im letzten Jahr. Ich mache unglaublich viel damit, es macht mir unglaublich viel Spaß und es gelingt gefühlt alles. Super Ding. Dieser Parallelanschlag in seiner Zwangsführung ist total überzeugend. Ein super Gerät. Dankeschön. Viel Spaß. Ich bin gespannt, was die Lieblingswerkzeuge da anderen sind. Jo, was hat er? Wichsschweißgerät? Du bist ja noch quasi in der Findungsphase zur Schweißwurst. Wie gesagt, wir haben ja das letzte schon angesprochen, dass wir das Thema Schweißen auch mal hier nach der heißen Phase mit Corona auch angehen werden. Da werden wir nochmal einen Studiogast dabei haben und ja, da werden wir mal so ein bisschen rumbraten oder auch nicht rumbraten. Ja, mal gucken, abwarten. Aber ein Wichsschweißgerät kriegst du ja mittlerweile auch für kleines Geld und das ist ja auch krass, weil ich sag mal, vor 20, 30 Jahren hättest du das, glaube ich, nicht bezahlen können. Nicht bezahlen können, zumindest nicht für den normalen Hobby-Heimwerker oder Handwerker. Rallyhobel. Er hatte den in so einem schönen, dezenten Orange. Wir haben den in Blau, aber das ist auch der 220 Evolution. Und das, was Bernd auch sagt, du hast keinen Stress hier mit Klingenschärfen. Kannst die Klingen einfach austauschen. Auch genau. Die Einstellung der Tiefe. Ja, gerade der Vorteil mit den Klingen. Es ist vielleicht doch schon ein bisschen trickiger, dass man auch wirklich einen Hobeleisen gut schärfen kann. Und das fällt hier natürlich direkt raus, weil, wie gesagt, einfach diese Wechselklingen hast. Und von da ist es eigentlich ein schönes System, wenn man auch gerade echt einfach die Erfahrung nicht hat, dass man das nicht schleifen kann oder sich die Arbeit einfach nicht machen möchte, ist das optimal. Die DEWALT DW745 habe ich euch ja damals mit Andi zusammen gezeigt im Test und ich war von Anfang an eigentlich begeistert von dem Parallelanschlag, der eben diese Zwangsführung auf beiden Seiten hatte, also vorne, hinten, Zahnstangen geführt. Ja. Und wie Bernd das gerade gezeigt hat, du kannst natürlich einfach schnell verstellen, indem du einfach links, rechts da den Abstand einstellst zum Sägeblatt. Du kannst aber auch dann fein verstellen mit so einem Handrad. Hat sich auch bei uns in der Praxis nicht als anfällig erwiesen, auch wenn Sägespäne in dieser Zahnstange waren oder so, also ab und zu mal sauer machen, war gar kein Problem. Mir gefällt es einfach auch, dass die Säge relativ kompakt ist, relativ robust. Das ist so eine richtige Baustellensäge auch, ne? Was nicht so toll ist, ist der mitgelieferte Anschlag, um Gehrung zu sägen. Das kannst du eigentlich, ist mehr so ein Schätzdingen. Aber es gibt auf Amazon einen Winkelanschlag aus Fernost, der ist in Metall ausgeführt. Und der passt in die Säge und den können wir euch empfehlen. Kostet natürlich dann auch nochmal um die 50 Euro, meine ich, aber damit macht das Ding dann wirklich richtig Spaß. So, und jetzt kommt der Dorian, ne? Hier mein Schweißgerät, eine Kempi MLS 3000. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Es ist mit Abstand das teuerste Werkzeug hier, aber auf jeden Fall sein Geld wert. Also was Vergleichbares gibt es nur im gleichen Preis, das chinesische Zeug. Ich kann es mal ganz pauschal sagen und vielleicht ein bisschen hemmungslos, es taugt nichts.
es taugt wirklich nichts. Ich habe mit vielen chinesischen Schweißgeräten gearbeitet, aber jedes war ein Grauen. Und mal mit sowas zu arbeiten, das macht wirklich Spaß. Ich habe es mir angeschafft und es ist auf jeden Fall sein Geld wert, aber natürlich nur, wenn entsprechend viel damit gearbeitet wird. Ja, die Frage an euch, ne? Wenn ihr Schweißgeräte im Einsatz habt, habt ihr Erfahrung mit Fernostgeräten? Weil Kollege sagt, kannst du vergessen. Wir sind da nicht so bewandert. Wie gesagt, ja. Aber deswegen Schwarmintelligenzmodus an. Schreibt mal eure Erfahrung zu diesem Thema. Dann gleich passend dazu eine Metallbandsäge, in diesem Fall von Scheppach. Das ist ein brauchbares Gerät, keine Frage. Und ich habe überlegt erst, ja, vielleicht doch lieber ein bisschen teurer von Flex nehmen. Ich habe mich dann doch dafür entschieden, so viel schneide ich ja nicht damit. Und alles, was ich sonst so schneide, mache ich dann doch mit der Flex. Aber ja, die Präzision, die lässt doch eher zu wünschen übrig. Also hier ist so, ich würde sagen, ein bisschen lieblos draufgedruckt, die Gradanzahl. Das hätte auf jeden Fall ein bisschen besser sein können. Aber ich muss auch sagen, für das Geld, ich erwarte gar nicht mehr. Geld ist die Frage. Ich weiß nicht, was kostet. Wir recherchieren gerade mal und blenden es mal gerade ein. Mhm. You get what you pay for, ne? Und alles, was nicht passend ist, wird hiermit passend gemacht. Somit hat sich das Thema dann für mich erledigt. Geil. Füll nach. Ja, wir haben auch eine Bandsäge hier. Damit haben wir sogar schon mal Holz gesägt. Ja, kannst du ja auch so ein Holzblatt drauf, aber wir haben auch ein Metallblatt. Genau. Also, das war ganz interessant, denn ich habe die ursprünglich mit einem Metallblatt bekommen und ich meine, bei Milwaukee habe ich keine Holzblätter gesehen. Aber es gibt im Internet Anbieter, die machen dir auf Maß dein Bandsägeblatt. Ah, okay. Das heißt, ich habe gemessen, wie lang ist das, ne? Welche Maße, und dann habe ich das bekommen. Ja, wenn du bestimmte Sachen hast, das ist ja jetzt eine M18-Serie von Milwaukee, also Akku. Und wenn du irgendwo was hast, ein Rohr abschneiden. Und du brauchst halt vielleicht auch mehr Präzision. Ich meine, du kannst natürlich auch viel flexen. Guck, ich flex. Du guckst, wo ich flex. Ja, das ist das Problem, wenn du halt wieder viel flexst, hast du wieder Funkenflug. Ich glaube das nicht, dass der Funkenflug überall immer ganz so angenehm ist. Und da ist halt eine nette Alternative. Du zersparst einfach dein Werkstück, ne? Und das ist halt vielleicht auch der Vorteil, dass du aber hier keinen Funkenflug hast. Eine Akkubandsäge, glaube ich, ist schon ein relativ exotisches Werkzeug. Ja. Wir haben bisher, glaube ich, auch noch keine von euch irgendwo gesehen. Nee. Aber die Frage auch wieder an euch, wer so ein Ding im Einsatz hat, schreibt doch mal, wozu er die benötigt, ne? Und warum er die gut findet oder auch nicht. Wir schauen mal weiter. Und jetzt habe ich doch eine sehr interessante Frage an euch. Und zwar, was sagt ihr denn zu dem Design von diesen Werkzeugkoffern von Würth? Ich muss sagen, ich finde das um einiges besser als die Bosch-Varianten. Jetzt zum Beispiel gummierter Griff. Nice. Aber generell auch das Design, es wirkt einfach hochwertiger auf mich. Vor allen Dingen, wenn man doch mal live davor sitzt, wenn man mal diesen Kasten hier öffnet und dann doch mal feststellt, also hier auch nochmal eine Dichtung verbaut. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob Bosch mit der L-Box das nicht auch so hat, aber ich habe selber noch eine L-Box mit meinem Akkuschrauber und ich kann doch schon so ein bisschen den Unterschied festmachen. Und dann gleich eine zweite Anregung an euch, und zwar, was sagt ihr denn zu solchen Oszilliergeräten? Ich hätte die gern mal im Test, wenn das möglich wäre. Es ist so ein, bei mir in diesem Fall von Würth, beziehungsweise von Bosch, so ein ja, Mittelstandsgerät, ist in Ordnung mit den 12-Volt-Akkus. Da komme ich gut hin mit. Nun mein zweites Akku-Werkzeug, das ist eine Akkuflex, ebenfalls von Bosch. Und na, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Das sind noch ältere, also das ältere, wir sind ja schon ziemlich verwöhnt, was die Akkutechnologie angeht. Aber in diesem Fall doch schon die älteren Lithium 4-Ampere-Stunden-Akkus. Auf jeden Fall ein tolles Werkzeug. Aber jetzt muss ich ja sagen, das Top-Werkzeug, das Werkzeug Nummer 1, welches mich schon seit Jahrzehnten begleitet, das ist einfach dieser Proxon-Ratschenkasten. Jetzt die Frage, dann hat er noch das alte Inlay. Das alte Plastik-Inlay, dieses Tiefzieh-Einlage so, wahrscheinlich. Das, ne? Du lässt mal meinen, was schnell kaputt geht. Du weißt es ja schon, oder kannst du dich erinnern? Ist es kaputt oder hat es irgendwo gebrochen? Boah, muss. Wenn das schon alt ist, ist es wahrscheinlich irgendwo gebrochen. Mal gucken wir mal. Den geht überhaupt nichts mehr. Also, das wäre wirklich schlimm, wenn ich diesen Kasten nicht hätte. Alle anderen Werkzeuge, sage ich mal, das ist alles schön. Aber wenn ich diesen Kasten nicht habe, wenn ich mein Werkzeug nicht habe, mit dem ich mal ein paar Schrauben festmachen kann, beziehungsweise mal ein paar Nüsse festsetzen kann, dann bringt mir dieses Werkzeug überhaupt nichts. Das Werkzeug Nummer 1 ist für mich ein Ratschenkasten.
Ja, das hier ist so ein Oszilliergerät oder ein Multicutter. Multicutter, ja, Multitool. Multitool ist immer die Abgrenzung zu den hier Leatherman oder Swiss Tools. Ja, genau. Aber es ist ein Oszilliergerät und die gibt es schon relativ lange, aber Fein hat die zum Beispiel recht populär gemacht. Und meines Wissens nach hat Fein diese Geräte wirklich quasi in den Markt gebracht oder, glaube ich, auch sogar erfunden. Und die ersten oszillierenden Sägen, die Fein gemacht hat, waren gar nicht für den Heimwerkerbereich, sondern weißt du wofür? Für die Industrie. Nee, für den medizinischen Bereich. Nämlich als Gipssägen, ne? Um irgendwo im Krankenhaus so einen Gips aufzusägen oder so. Ja. Dafür hatten die wohl gedacht. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt und ja, die Dinger sind natürlich echte Allzweckwaffen, wenn du mal gecheckt hast, was du damit machen kannst. Zum Beispiel frag mal Fußbodenleger, wenn die irgendwo einen Türrahmen anpassen sollen oder irgendwo das Parkett ist, Fertigparkett oder Laminat ist so ein bisschen zu weit gerückt und du hast die Dehnungsfuge ist zu klein, dann kannst du eben hier mit reingehen, zack, zack, tauchst da eben mit rein, das geht ratzfatz. Wir haben es ja selber auch viel benutzt, oben, als wir den Boden neu gemacht haben. Genau. Die Dielen, Wandnader abgesägt und so weiter. Der 12er-Bursche hier, gerade so ein bisschen zum Beischleifen nutze ich den ganz gerne. Wenn jetzt hier ein Schleifpad drauf wäre, das hat der Leser wohl wieder mitgehen lassen. Mhm. Du merkst schon einen deutlichen Unterschied von der Leistung zwischen dem und dem Fein, den wir als kabelgebundene Variante haben. Der ist gerade in der Halle beim Wohnwagen, wo wir die Solarpanels mit abmachen. Ist ja noch ein weiterer Vorteil, du kannst auch damit schaben, was wir mit den Solarpanels ja dann auch gemacht haben. Genau, du kriegst ja unendlich viel Zubehör von zum Fliesenschneiden, zum Holzschneiden, verschiedenste Metalle. Was weiß ich? Also die Dinger sind wirklich sehr universell einsetzbar. Hier hast du noch kein Starlock. Mechanismus, das heißt, hier musst du es wirklich schrauben. Aber die neueren Varianten haben einen Schnellverschluss. Genau, ja. Aber wir haben schon Varianten geordert von Bosch, kabelgebunden, Akku. Wir haben auch schon einen Milwaukee M18 hier. Und die werden wir euch dann demnächst nochmal vorstellen, was man mit diesen Dingern alles machen kann. Hast du schon öfter damit gearbeitet? Beschränkt, aber ja. Ja, was öfters jetzt noch nicht, aber ich hatte schon hier und da auch echt Anwendungsfälle, wo das echt, da war es genau darauf zugeschnitten und das hat mich dann auch sehr gefreut, dass ich den Zugang hatte zu so einem feinen Multimaster, weil dadurch ist das Ergebnis schon wesentlich besser geworden, als wenn man sich da irgendwas mit ja, irgendwie anders behilft. Ich finde es erstaunlich, wenn du damit Tauchschnitte machst, ja, genau, dafür, wie krass das reingeht. Das, genau, weil du das siehst ja nicht viel da, was da sich da bewegt. Ne? Nee, nee. Bei einer Stichsäge siehst du den Hub hier, da siehst du halt Schwingung und ich glaube, die schwingen, weiß nicht, 1,5, 1,8 mm nur. Also mehr ist das nicht. Finde ich schon eine coole Sache. Unter 200 Euro, ne, kriegst du schon gutes Material. Was, der Fein oder der Bosch jetzt hier? Ja, sowohl als auch. Ja, ich glaube, das Solo-Gerät liegt immer bei 120 bis 150 Euro. Ja. Und die Box von Würth, ja, fand ich auch. Sah cool aus. Wertig. L-Boxen, auch die neuen, haben keine Gummidichtung. Vielleicht gibt es welche mit Gummidichtung. Ist uns aber hier noch nicht zugelaufen. Das Thema L-Boxen, Systener etc., das werden wir uns demnächst auch noch mal genauer anschauen. So viel schon mal als Info für euch. Und ja. Das ist ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und generell kam wieder das Thema Würth, auch beim letzten Mal. Warum testet ihr nicht Würth? Macht doch mal M-Cube und so weiter. Wir haben mal vor längerer Zeit Würth angefragt wegen Testmustern, aber da bekamen wir die Antwort, dass der Kanal hier eigentlich nicht für Gewerbliche interessant wäre. Okay. Beziehungsweise Würth verkauft ja nur an Gewerbe und bei YouTube können ja auch Private gucken. Das war so die Info. Ah, okay. Und seitdem haben wir auch nichts mehr gehört. Auch schon interessant, wie viele Leute, die einfach privat unterwegs in ihrer Werkstatt auch schon Würth einfach besitzen. Aber also es war auch eine Frage, die in der letzten oder vorletzten Folge aufkam. Warum kauft man sich eigentlich solche Maschinen, die im Prinzip baugleich mit Bosch oder Milwaukee sind, von Würth? Weil in der Regel, würde ich mal sagen, sind die vielleicht ein bisschen teurer. Warum kauft ihr die von Würth? Wenn ihr die von Würth habt, schreibt es mal unter das Video. Eure Argumentation oder eure Gründe. Oder hat der Außendienst euch ein besonders Fashion Preis gemacht. Und da gibt es natürlich auch diese M-Cube-Serie, das habe ich euch schon mal auf einer Messe gezeigt. Ich glaube, Dach und Holz. Ja. M-Cube ist im Prinzip so eine Kooperation mit TTI, also Milwaukee, ne? Also der Konzern, der hinter Milwaukee steckt und Ryobi und ARG. Und die haben sich halt zusammengetan und Würth propagiert, dass das wirklich Eigenentwicklungen sind, aber da ist natürlich TTI damit drin und wer welche Aktien, wer welche Anteile da
von der Entwicklung hat und von der Fertigung, kann ich euch auch nicht hundertprozentig sagen. Ne? So, der nächste Kollege ist schon am Start. Alex. Der Alex. Der Alex hat ein Gimbal da hinten stehen. Ja, hallo, wertes Bauforum 24 Team. Ihr habt dazu aufgerufen, mal die Top 3 Werkzeuge vorzustellen. Und damit fange ich auch direkt mal an. Und zwar fange ich direkt mal an mit dem ersten Werkzeug, was ich sehr gerne mag. Und zwar ist das meine Bandsäge nach dem Eigenbau von Matthias Wandel. Was heißt Matthias Wandel? Ganz einfach, er ist der Ersteller von den Plänen von so einer Bandsäge, wie sie hier neben mir steht. Es ist ein mega geniales Projekt. Ich kann es nur jedem einzelnen von euch da draußen empfehlen, sowas hier nachzubauen, weil es macht einfach nur mega Spaß, eine komplette Bandsäge aus Holz zu bauen. Weil, was seht ihr hier? Die Räder sind aus Holz, der Frame hinten ist aus Holz, die komplette Verkleidung ist aus Holz. Gibt nur wenige Metallteile an der ganzen Säge, um es ganz ehrlich zu sagen. Plus Motor, Schrauben, Kugellager und so weiter halt. Also es ist nicht wirklich viel. Aber ja, von daher gesagt, eine Bandsäge ist natürlich jetzt hier entweder eine Eigenbau-Bandsäge oder halt eine, die man kauft, ist natürlich da. Deswegen sehe ich es eher so als Bandsäge hier, die man auch kaufen könnte für euch, oder die man jetzt selber gebaut hat, wie auch immer. Aber ja, eine Bandsäge ist meiner Meinung nach einfach nur ein geniales Tool, um mal einfach ein paar Kreise zu schneiden, bestimmte Formen, sonstige Kurven, was weiß ich. Einfach geniales Tool, viel besser als eine Stichsäge meiner Meinung nach. Bei meiner Stichsäge habe ich jetzt mal wieder das Problem, dass sich die Klinge einfach verbiegt. Die ist quasi flexibel, diese Klinge, und das macht es mir einfach immer wieder irgendwie schwierig, irgendwas auszuschneiden mit so einer Stichsäge. Es ist einfach nur schlimm. Auch, ne? Und das kann hier eigentlich nicht passieren, weil das Sägeblatt jederzeit irgendwie geführt ist und da nichts passieren kann im Normalfall. Deswegen eine Bandsäge auf jeden Fall mein Lieblingstool. Bei der Stichsäge kannst du das ja auch vermeiden, wenn du von der anderen Seite das Sägeblatt festhältst beim Sägen. Hm. Ne? Muss aber einen schnellen Finger haben. Ja, okay, das stimmt. Und einen guten Griff. Ja. Nee, das stimmt, ne? Aber je nachdem, was du für ein Holz hast, was du für ein Blatt hast, ja, wie du auch den Kurvenradius machst. Wenn du zum Beispiel den Kurvenradius zu engagiert machst, dann merkst du, das Sägeblatt will nicht folgen. Ich kann schon verstehen, aber ganz so ist es halt nicht. Also es gibt wirklich Stichs, und das muss man wirklich, wirklich üben mit der Stichsäge. Und wir hatten das, unser Lehrgangsmeister, und der hat wirklich geschnitten, der danach auch wirklich den Winkel dran gehalten. Das war wirklich hundertprozentig parallel. Und der hat auch massiv was geschnitten. Also das ist wirklich eine Frage der Maschine auf jeden Fall. Ja, du musst das im Gefühl haben. Also wenn du zu sehr hebelst und das, so, dann... Zum Beispiel auch, welche Stichsäge da auch ganz, ganz berüchtigt ist, halt die von Muffel, ich weiß gar nicht, wie die heißt, P2. Und damit kannst du auch wirklich super Gärungen schneiden. Das habe ich tatsächlich schon mal gesagt. Und da haben wir auch auf einer Messe gesagt, du machst da niemals eine Gärung mit. Und da hat er eine Gärung geschnitten, und das war hundertprozentig. Und das hat mit der Stichsäge. Und ja, aber klar, ist ja diese Bandsäge natürlich, greift die natürlich auch genau in das Thema rein und ist natürlich von der Führung her bestimmt auch schon wesentlich besser. Aber die Bandsäge, die er erwähnt von Matthias Wandel, ne? Aber deshalb heißt sie nicht Bandsäge. Und ich meine, dass der Michael von Jetzt Bastel diese Säge auch gebaut hat als Projekt. Ich habe mir damals so gedacht, okay, eine Präzisionsmaschine würde ich aus Holz, ne, wo Rahmen und so weiter aus Holz gebaut ist, klar, du kannst das ordentlich bauen. Aber das ist für mich auch so ein Projekt, wo es nicht darum geht, irgendwo jetzt günstig an eine Maschine zu kommen. Ja, denn klar, die Arbeitszeit kannst du natürlich nicht rechnen. Ja, aber es ist ja einfach so, weil die ganzen Leute einfach Bastler sind. Er ist ja auch einfach Bastler, er will es einfach machen, klar. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob auch sein Sägetisch halt unten, natürlich auch die hochwertigen Bandsägen haben das ja auch so, dass du den auch in der Neigung verstellen kannst, sodass du auch wirklich Gärungsschnitte sägen kannst. Ob jetzt das Feature bei ihm da auch drin ist, ich weiß es nicht, vielleicht kommt es gleich noch. Gut, von da machen wir direkt mal mit meinem nächsten Tool, und zwar ist das so ein Multitool hier zum Beispiel. Also das ist jetzt nur mal so als Beispiel, dieses Teil. Das ist von Meister Basic oder wie man es auch mal nennen will. Halt eigentlich noch so eine, ich weiß gar nicht, ob es Meister überhaupt noch großartig gibt. Theoretisch schon noch, aber halt, ja. Es ist gut auf jeden Fall, aber ich würde es eigentlich empfehlen, weil man halt zum Beispiel hier vorne keinen werkzeuglosen Wechsel von diesen Tools, diesen Aufsätzen hier, wo man ja zum Beispiel verschiedene, das hat wie zum Beispiel so ein Schaber hier oder halt ein Schleifaufsatz. Ziemlich praktisch, muss ich auf jeden Fall sagen, aber halt eben nicht toolless. Ich brauche jedes Mal erst einen Schlüssel, um dieses Ding hier jemals vorne dran zu wechseln, was jetzt eher weniger praktisch ist. Da finde ich die Geräte von Bosch eigentlich deutlich besser, die eben vorne so ein Art Tool-Flexi-System oder wie auch immer haben. Einfach aufmachen, neues Tool rein, fertig. Mega genial. Aber generell eben so ein Multitool in meinem Favorite, weil einfach man kann so viel Arbeit mit diesem Teil hier machen. Und es ist alles im einen Gerät. Ich kann mit dem schneiden, irgendwas wegschrauben, ein Laminat oder so zum Beispiel. Oder einfach was schleifen. Also mega genial, wenn ihr mich fragt. Sehr cooles Teil auf jeden Fall. Ich muss natürlich nicht nur einmal von dieser Firma unbedingt hier kaufen. Lieber von sowas wie Bosch zum Beispiel, wie eben gerade schon erwähnt. Aber ja, auf jeden Fall mega geniales Teil. Kann ich nur empfehlen.
Als nächstes kommen wir zu meinem letzten Favorite, was es auf jeden Fall gibt. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Favorite. Und zwar ist das meine CNC-Fräse, wie ihr direkt eben ansehen könnt. Mega geiles Teil, kann ich euch bloß sagen. Und zwar ist es eine MP-CNC, was bedeutet MP bedeutet einfach bloß Mostly Printed CNC. Das bedeutet einfach, dass die meisten Teile an dieser CNC-Fräse einfach 3D gedruckt sind. Das ist alles. Und deswegen macht diese Fräse einfach nur extrem genial, weil man einfach solche CNC-Fräse einfach drucken kann. Was einfach nur geil ist heutzutage, weil man mich fragt, also ich finde es mega genial, dass man sich einfach eine CNC-Fräse so mal hinstellen kann. Sie ist allerdings, muss ich zugeben, ich habe da relativ viel Geld für dieses Ding ausgegeben. Theoretisch schafft man es locker für 500 Euro. Ich habe locker 1200 Euro für das ganze Setup ausgegeben, aber ja gut, soll man noch nebensächlich sein. Aber ja, so eine CNC-Fräse ist auf jeden Fall enorm geil, kann ich euch sagen, weil man kann einfach alles Mögliche damit herstellen, alles Mögliche fräsen. Geil. Ist das ein Eisenbahn? Ein Eisenbahnwaggon? Ja. Wie geil. Komm mit den Fensterrahmen. Boah, krass. Wenn du sowas siehst, ne, dann hast du eigentlich sofort Bock, dich irgendwie ein Wochenende in der Werkstatt einzuschließen und einfach zu machen. Aber mein Tag müsste auch 48 Stunden haben. Locker. Man muss ja für alles, was man hier fräst, ein CNC-Programm erstellen. Das bedeutet, man braucht eine Skizze, irgendwas, irgendeine Zeichnung, die man in ein Programm reinpacken kann, damit man das CNC-Programm erstellen kann, damit die CNC-Fräse ja auch weiß, was sie eigentlich machen muss. Und das macht immer so ein bisschen mehr Aufwand. Wenn es natürlich dann fertig ist und man sieht das Resultat von dem Gefrästen, dann ist es natürlich wieder geil, muss ich sagen. Aber ansonsten, es ist ein Arschaufwand, um das Programm zu erstellen, sage ich euch, wenn man nur mal schneller was fräsen will. Ich will bloß mal schnell ein Viereck zum Beispiel ausfräsen. Ja, das braucht locker eine Stunde, kann ich euch sagen. Nur eben wegen so einem kleinen Viereck, was ich theoretisch unten in 10 Minuten schaffe, wenn ich mit der Stichsäge unten, oder, ja, also, es ist halt eigentlich immer ein bisschen Aufwand, das Ganze aufzusetzen und alles, aber ansonsten, wenn es funktioniert, ist es hammergeil. Also ja, das waren sie, meine drei Werkzeuge, die ich am meisten mag hier bei mir. Es gibt natürlich eigentlich noch so ein paar mehr Tools, sage ich euch, aber ja gut, ich wollte ja nur die Top 3 sehen, von daher, das waren sie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video war auch, denke ich mal, ein bisschen mehr aufwendig, aber ich fand es cool zu machen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann vielleicht mal auf Instagram oder so wieder, von daher, macht's gut. Übrigens, Instagram. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, sieht mir auch so aus, ne? Er hat auch so ein paar Moves. Ja. Hier diesen Jump in die nächste Szene kenne ich von Felix von der Laden. Ja, Alex, auf jeden Fall gefällt mir deine Attitüde. Genauso wie mit der CNC. Da hat er auch gesagt, im Prinzip, weiß ich, was hat er, 1200 Euro oder sowas? Hat er jetzt ungefähr bezahlt dafür. Genau, dafür alles selbst gedruckt. Aber irgendwie einen Bausatz aus China hätte er vielleicht für 500 Euro bekommen. Aber das ist ja vielleicht dann auch das Gewisse, dass man es selber machen möchte. Ja. Und auch das Multitool wiederum. Ja, klar, haben wir es. Auch eine billige Variante. Und das war auch das, ne? Du hast hier auch noch kein Starlock, so nennt sich dieser Schnellverschluss. Zeigen wir euch dann, wenn wir die Dinge alle mal hier am Start haben. Aber ja, auch nett war auch, dass die CNC-Fräse auch die erste war, die auch wirklich selbst gedruckt war. Das hatten wir vorher auch noch. Wir hatten ja einmal diesen riesen Plasmaschneider, der auch alles Marke Eigenbau war, wo man ja auch die Spinne wechseln konnte, das war ja auch ganz pfiffig. Und er ist jetzt dahin gegangen, dass er aber selber mit seinem 3D-Drucker auch wirklich, auch diese Kabelführung fand ich so geil. Ja, ja. Generell sein Projekt, was er gezeigt hat, wir haben jetzt gesagt, es wäre eine Eisenbahn, ich habe erst gedacht, vielleicht wäre es auch irgendwie vielleicht ein Bus mit einem Anhänger oder sowas. Aber war auch schon ein richtig, richtig dickes, massives Holzspielzeug. Sieht auch einfach geil aus, ne? Aber was Alex auch gerade sagte, von wegen mal eben ein Viereck fräsen mit der CNC, dauert eine Stunde. Und wir haben ja die Shaper-Tools. Und da ist es wiederum. Und da ist es jetzt wiederum anders. Das ist ein bisschen pragmatischer, dass du ja quasi dir Schablonen oder Modelle eben aus dem Netz, aus der Cloud rausziehen kannst oder auch jetzt einfach was beschriften oder du jetzt einfach auch eine Linie ziehen kannst. Ne? Ja, klar. Direkt quasi scannen, Punkte fixieren oder Punkte definieren, ja, ja, und dann loslegen. Also da ist Shaper-Tools auf einem ganz anderen Niveau als, ja, die Leute, die jetzt einfach mit einer CNC-Fräse bauen. Weil klar, du hast auch diese ganze Programmierung, hast du auch, aber vieles ist halt schon vorinstalliert etc. Funktionen sind da. Du kannst natürlich auch einfach hingehen, dir irgendwas auf dem Holzbrett zeichnen, ziehst das nachher mit Linien nach und dann kannst du es halt fräsen oder halt auch wie mit diesem Shaper Hub, so wie er zum Beispiel, wenn er sein Projekt, seine Eisenbahn jetzt gemacht hat, hat er die ganzen Zeichnungen, dann könnte er theoretisch einfach hochladen und bei Shaper Tools und dann können andere Leute, okay, cooles Teil, ich möchte das nachbauen, haben einfach direkt die Pläne und können direkt los, ja, da, loslegen. So, weiter geht's. Aber es ist auch geil, wie die teilweise richtig sich Mühe geben. Bei den Videos, auch beim Schnitt, ne? Beim Schnitt, ne? Ja. Jetzt haben wir den Felix, aber ich habe keine Ahnung, was er da hat. Eine KTM? Du musst mich nicht fragen. Also ich stelle euch heute meine Top 3 Werkzeuge vor. Das wäre zum ersten
Der Vera Cyclope Speed Viertel Zoll Radset. Da ist alles drin, was ich so für mein Motorrad in der Regel brauche. Also für die kleineren Arbeiten, sprich Karosserieteile oder sonst irgendwas. Gerade die Speed-Funktion ist auch praktisch, wenn es an den Motor geht, weil da ziemlich viel Schrauben unnötig mit langem Gewinde sind und das lässt sich dadurch echt gut machen. An zweiter Stelle kommt der DeWalt 10,8 Volt Akkuschrauber. Auch unglaublich praktisch, wenn man mal ein bisschen zu strack ist oder keinen Bock hat, die Schrauben von Hand rauszudrehen. Dann greife ich zu dem Gerät, kann ich auch nur weiterempfehlen für den Zweck. Und als letztes kommt die WP Airfork Speed Luftpumpe. Die ist unglaublich praktisch, gerade wenn man Luftfahrwerk irgendwo hat, sei es jetzt Motocross oder kann auch beim normalen Motorrad sein, weil damit kann man genauestens den Druck in der Gabel für die Reifen aufzupumpen, fördert die ein bisschen wenig Luft, kann man genau den Druck in der Gabel regeln bis 0,01 bar, was unglaublich praktisch ist für die Feineinstellung vom Fahrwerk. So, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ciao. Jo. Ich weiß nicht, wenn ihr es wisst, ich bin im Crosser-Thema nicht, ich schätze mal, es war eine KTM. Wo wir natürlich beipflichten können, sind diese Speed-Dinger von Vera. Weil gerade, was er sagt beim Motorrad, wenn du jetzt hier wirklich den Fall hast, du benutzt das erstmal wie einen Schraubenzieher, ja, kannst erstmal zügig eindrehen, so, und dann zum letzten gehst du halt hin, genau, und machst den hier. Mega. Die lassen sich immer was einfallen, ne? Gerade auch hier, Neuzugang bei uns, ist auch wiederum, wo du dich erstmal fragst, was ist das? Ist ja eine Knarre hier, sieht aus wie die aus dem Toolcheck Plus. Da habe ich mich gefragt, wie soll da jetzt was gehen? Mhm. Also ja, ist das jetzt eine Knarre für einen Ringschlüssel irgendwie? Weiß nicht, für eine Größe. 10er Ringschlüssel oder 8er Ringschlüssel. Aber der Clou sind jetzt die Nüsse, denn erstmal hast du auch, wie er das hatte, schön hier eingestickt, die Größen. Du brauchst nicht lange suchen. Und jetzt drückst du die einfach hier rein, die arretieren. Und jetzt guckt euch mal an, was ihr hier für eine Bauhöhe habt. Also erstmal so, was? Eine Knarre mit dem? Mhm. Ne? Klar, die Nüsse sind natürlich jetzt nicht für so große Sicherungsmuttern oder was weiß ich. Aber mega, ne? Auch noch hier die Größe schön draufgelasert, 12er. Die Knarre ist etwas größer. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so der Aspirant auf Platz 2 hinter dem Toolcheck Plus. Denn du hast auch hier die kleine Ratsche wie beim Toolcheck mit den Bits und du hast hier diesen Bithalter für die Hand zum Schrauben. Das Einzige, was du jetzt hier nicht hast, ist ein Rapidaptor, genau, um die Dinger auch im Akkuschrauber schön zu verwenden. Aber den könntest du dir ja einzeln dazu kaufen, der kostet jetzt auch nicht die Welt. Aber dann müsste hier noch irgendwo ja, ein Platz dafür so ein ne? Platz, so eine Schlaufe, ne? Ich weiß nicht, ob es da, ich glaube, das gibt es nicht. Auf jeden Fall, die beiden Burschen verlinken wir euch nochmal. Wenn ihr euch zum Beispiel noch was schenken lassen wollt, dann Empfehlung. Ja, und Gabel aufpumpen? Das fand ich halt interessant. Wir hatten ja letztes Mal schon das Spezialwerkzeug mit diesem Bauumzugspanner. Das kann ich nicht und das habe ich halt in der Vorarbeit halt auch gesehen. Weil da wusste ich gar nichts anzufangen. Und das finde ich halt auch so interessant, was es halt auch für Spezialwerkzeuge gibt. Und ist ja eigentlich nur für diesen einen Anwendungsfall. Und ich glaube, wenn du das nicht hast, hast du, glaube ich, ein ordentliches Problem. Ja, du kannst es auch so aufpumpen, allerdings natürlich nicht so handlich und ja, eventuell nicht so genau. Ne? Aber ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe ja auch ein KTM. Nicht eine KTM, sondern ein KTM-Fahrrad. Dann habe ich irgendwann mal auf Insta eine Story gepostet, wo ich das Ding irgendwie gerade so ein bisschen putze und mich darüber aufrege, dass die Federung schon ausgeleiert ist. Und ja, dann schrieben mir Leute, André, du kannst das Ding aufpumpen. Aber so einen ganz kleinen Kompressor war auch neulich ein Zuschauertipp, den ich über Insta bekommen habe. Ich finde das immer gut, wie ihr mich über Insta kontaktiert, weil ihr habt immer viele Tipps. Aber ich muss wirklich darauf hinweisen, ich kann euch nicht mehr vollumfänglich antworten. Ich war gestern über eine Stunde nur am Kommentare lesen der letzten Werkzeug-News. Und wenn du das 2 Stunden nachdem der Film online geht machst, dann kommen ja im teilweise Sekundentakt neue Kommentare. Und der Browser wird da gar nicht mit fertig. Weil du bist da unten, scrollst da rum und da kommen wieder Kommentare nachgeschossen. Naja, klar. Aber es ist halt auch schön, dass die Jungs und Mädels halt echt immer so fleißig schreiben und halt immer ja, so viele Tipps noch dabei also geben. Also lesen tun wir immer. Da könnt ihr einen drauf lassen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir Antworten. Können nicht mehr immer alles kommentieren. Ein Zuschauer hat mich über Instagram angeschrieben und hat gesagt, es gibt von Xiaomi, okay, dem Handyhersteller, auch einen kleinen Kompressor. Der sah aus wie so ein Vorhängeschloss.
Und den habe ich geordert. Der ist noch im Zulauf. Der läuft über Akku. Und er meinte, das wäre doch das Optimale für mich, zum Beispiel für Motorrad. Weil? Also was? Ja, weil es total handlich ist. Das Ding ist echt total handlich. Und damit kannst du auch einen Reifen. Aber er hat ja zum Beispiel gesagt, das wäre zum Reifen halt jetzt nicht ideal. Genau, deswegen. Also ich guck mal, ob ich einen Link finde. Dann verlinken wir den unten. Okay. Und ansonsten zeigen wir euch den demnächst auch. Ich bin gespannt, was das Ding taugt. Gut, was hat er noch? Der Kollege hat einen 9-12-Volt-Akkuschrauber, auch so ein kleines handliches Ding, aber zwar von DeWalt. Ja, finde ich nicht so geil, weil er zu groß ist, finde ich, für 12 Volt. Und gerade am Motorrad, also da muss ja eh aufpassen, dass die Drehmomente nicht zu hoch sind. Klar, du bohrst vielleicht auch mal irgendwie so ein Blech oder muss man eine Schraube ausbohren, aber mir ist der zu groß. Ich hatte auch schon mal einen in der Hand und ich muss auch sagen, ich mag Milwaukee halt auch sehr gerne. Die haben auch die M12-Serie natürlich auch Akkuschrauber und die sind auch relativ wuchtig. Wenn man das mal vergleicht wirklich mit dem Bosch GSR 12 Volt, wo ja beide sagen, okay, das ist eigentlich so das Top-Ding, gerade für die Einsteigerklasse und sogar für noch mehr, muss ich sagen, ist mir auch zu unhandlich. Aber wie gesagt, du kriegst ja auch den Milwaukee hier, den M12 mit Wechselfutter. Genau, das ist ja die neue Generation. Ja, das ist eine ganz andere Baugröße. Das ist natürlich auch schon wieder. So, und da hast du das natürlich auch smart. Sehr schön. Ja, voll. Das Ding ist, du bist natürlich hier mit den Geräten auch in einer preislich anderen Liga unterwegs. Ja. Und du kriegst einen GSR 12 Solo für um die 50 Euro, den einfachsten. Ne? Wobei, dann hast du kein Wechselbaufutter. Und was ich gut finde, ist, wenn du wirklich schraubst, nur mit Bit. Dann kannst du das Bohrfutter sparen. Ne? Könnt ihr nochmal schreiben, wie das bei euch so ist im 12-Volt-Bereich. 3 Tage später. So, wir waren mal kurz gerade weg. Wir haben da gerade mal einen Livestream gemacht. Verlinken wir euch da mal oben. Wir haben über 2 Stunden gestreamt. Da mussten wir mal gerade eine kleine Nachtruhe einlegen. Und jetzt haben wir aber schon den nächsten Kandidaten hier. Genau. Und zwar den... Massi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das hoffe ich aber auch. Ansonsten... Das gibt eine Anzeige. Hallo, meine Lieben. Ich wünsche euch einen... wunderschönen guten Tag und hier stelle ich meine 3 Lieblingswerkzeuge vor. Einmal ein sehr langer Bithalter, sehr praktisch, wenn man in verborgene Ecken reinschrauben muss. Dann ein Cuttermesser. Die Besonderheit hier, die Winkeligkeit dieser Klingen von 30 Grad, extrem scharf. Und zu guter Letzt mein altes Erbstück, ein Makita DA301D. Bei dem muss ich natürlich den Akku einmal tauschen bzw. neu kaufen. Das waren meine 3 Lieblingswerkzeuge und natürlich habe ich auch eine Abisolierzange. Ciao. Geil. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, den Makita-Schrauber, ne? Also das ist ja der erste Makita-Akkuschrauber. Davor hatten die schon mal einen Akkuschrauber, aber da hattest du so einen Akkupack oder einen Batteriepack hier am Gürtel. Was er auch hat, ist noch dieses System. Einfach den Akku hier rein und den Bohrfutterschlüssel raus. Das System ist so einfach. Das hat schon so ein bisschen mal was vom Magazinwechseln bei einer Pistole, finde ich immer. Ja. Und das ist halt Nickel-Cadmium. Ich glaube, die gab es dann später auch nochmal als Nickel-Metallhydrid. Die haben da nicht so einen hohen Memory-Effekt. Damals war Nickel-Cadmium Stand der Technik. Heute nicht mehr zulässig. Deswegen kriegst du die Akkus auch nicht mehr, zumindest nicht auf offiziellen Wegen. Vielleicht im Darknet oder so. Auf jeden Fall, wir haben hier noch ein schönes Stück mit Original-Blech-Schatulle und der läuft. Und zwar langsam. Da kannst du im Prinzip kannst du da zugucken. Hat aber auch 2 Gänge. Guck mal, schon ein bisschen fixer. Jetzt geht er richtig fix. So, 434,9 im zweiten Gang. Gucken im ersten Gang. Also 430, das ist ja ungefähr so, was die aktuellen 12 Volt oder so im ersten Gang machen. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Aber ja, 185, der hat natürlich eine relativ kurze Übersetzung, weil der braucht einfach die Kraft, ne? Und der wird ja damals noch nicht so die Mega-Power gehabt haben. Aber wir müssen da eigentlich mal ein bisschen mit testen.
So mit vielleicht den, generell mit den ganzen alten. Ich habe ja noch auch die alte Metabo noch, wir haben noch die Fine jetzt hier vom Wir können ja vielleicht mal ein Special machen. Oder Jubiläumsausgabe. Demnächst sind wir über 100. Ja, dann hat er noch einen langen Bithalter gehabt. Habe ich auch. Ich glaube, es sind 300 mm, also 30 cm Bithalter. Und ich habe einen von Vera, einfach vorne mit einer Edelstahlhülse und Magneten. Und er hatte ja sogar noch so einen Schnellwechsler. Sag ich auch ganz ehrlich, das Ding, ich habe mir, glaube ich, für meinen für 15 Euro gekauft. Und das ist jetzt so eine Sache, die braucht man nicht oft, aber wenn man, dann ist das echt geil. Ja, klar. Und ich habe mir es damals extra gekauft, weil ich habe mein Bett selber gebaut und da musste ich halt auch irgendwie so einen Hohlraum überbrücken von 20 cm und sonst kommst du mit der Maschine nicht rein. Und dann entweder du machst das so, kaufst du ganz viele kleine Bitter, dann steckst du mal Bitter, dann Bitter, dann Bitter da. Dann hast du nachher, mietst du das nachher so durch. Genau, das hat mir mal eine Lehre. Oder du kaufst halt mal einen so einen langen Bitthalter. Und Cuttermesser. Cuttermesser, ja. Cutter. Ja, wir haben mal ein paar hier am Start. Hier, das ist ja dein Lieblingsmesser. Ja, aber das ist ja das Große. Das ist mein Lieblingsmesser. Aber ich glaube, sein Cuttermesser war eher so ein bisschen auch in der Region vielleicht Bastelsachen, weil man auch seine Arbeitsplatte war auch sehr, sehr stark eingecuttet. Ja, unwesentlich. Und vielleicht macht er ja auch so ein bisschen was, wo er ein bisschen mehr am Basteln ist. Ja, das Cuttermesser suche ich mal raus, verlinke euch unten in der Beschreibung. Jo, weiter geht's, ne? Warte, ja, genau, mit Markus. Hat der da einen Heizer? So eine Heizkammer? Hallo, Andrea, Max und Servus an alle Zuschauer von Bauforum 24. Heute will ich euch mal meine Top 3 Werkzeuge vorstellen und ein bisschen mehr Werkstatt zeigen. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal mit dem ersten Werkzeug los. Die Kopie. Jo, ordentlich. Ach, schön ordentlich. Guck mal, hier schöne Sortimentskästen. Ja, meine Lieblingswerkzeuge, zumindest für mich mit den wichtigsten Werkzeugen, und mich wundert es, dass noch keiner gesagt hat, sind Messwerkzeuge. Sprich, ein Metermaß bzw. Maßband, Meterstab oder auch mal ein Messschieber. Kann man immer wieder gebrauchen. Der ist aus meiner Lehrzeit, den habe ich jetzt seit 24 Jahren. Ist immer noch super beieinander. Super Zustand, das sieht man auch, wenn man ein gutes Werkzeug pflegt, dann hat man das ein Leben lang. Mein nächstes Lieblingswerkzeug ist der DEWALT DCD 996, den habe ich mir unter anderem auch auf die Bewertung vom Bauforum 24 geholt, weil der wirklich super ist. Du kriegst jede Schraube rein, die hat Kraft ohne Ende. Du kannst bohren mit über 2100 Umdrehungen, was für mich wichtig ist, weil ich oft einmal Blech oder auch mal einen Stahl bohre. Und hat die Bohrhammerfunktion, also Schlagbohrmaschinenfunktion. Super für kleinere Löcher, habe schon in Betonsteine 12er Löcher reingebohrt, ohne Probleme. Also das ist wirklich ein absoluter Allrounder mit richtig Power. Absolut genial. Der hat jetzt den Ryobi hier ersetzen müssen, den ich seit knapp 15 Jahren habe. Gigantisch, was dieses Gerät mir geleistet hat, funktioniert immer noch tadellos. Er hat halt nicht die Umdrehung und nicht die Kraft wie moderne, ganz klar. Ich nehme den jetzt noch zum Senken her, dafür tut das noch. Und also gigantisch, was der mir geleistet hat. Preis-Leistungs-Verhältnis muss man da wirklich absolut loben. Drei Werkzeuge zu benennen ist halt wirklich verdammt schwer, weil man viele Lieblingswerkzeuge hat. Ich würde jetzt eigentlich so überlegt, ja, nennst den Proxon Ratschenkasten, weil der absolut genial ist, was ich mit denen schon gearbeitet habe. Super, seit 50 Jahren habe ich den, ist nichts kaputt gegangen, absolut genial. Aber ich entscheide mich für meine Werkbank. Die habe ich mir selber gebaut. Ich bin kein Schreiner, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und ein anständiger Schraubstock finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da auch mal anständig dran arbeiten kann. Ich habe hier noch einen Tisch, den kann ich dann ausziehen. Den kann ich mir in meine Garage reinstellen. Ich repariere oft mal Schneefräsen, Rasenmäher und so. Da kann ich rundum arbeiten, kann das auch mal wegfahren. Das sind so meine favorierten Top 3. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Und weiter so, Bauforum 24 ist halt absolut genial. Ich schaue jedes Video von euch an. So muss das sein. Haut rein! Coole Werkstatt, gefällt mir. Hat auch so ein bisschen Charme, so ein bisschen organisch gewachsen. Cool fand ich bei der Werkbank seine Schubladengriffe. Ja, das waren so Äste. Schraubstock. Wir haben ja hier noch die alten Schraubstöcke, aber wir haben noch in der alten Werkstatt einen Heuer Front. Den schönen blauen mit der Basisplatte, die man drehen kann. Ich glaube, den könnten wir mal hier irgendwo auch hinbringen. Tornado hat er. Klassischerweise hier Autopflege oder sowas. Genial. Ist wirklich genial. Und wenn du die Tornado hast, verlinke ich euch nochmal unten in der Beschreibung. Es gibt so einen Aufsatz zum Staubsaugen. Dann hast du im Prinzip wie so einen Nass-Trockensauger. Und das Ding macht richtig Spaß. Also auch, weil es auch nicht sauber macht. Ja, weil das holt den Dreck wirklich raus und saugt es dann ab. Weil wenn da kommt ja immer ein bisschen Wasser mit auch, so ein Spray. Und wenn du natürlich deine Teppiche da die ganze Zeit mit, dann sind die irgendwann klatschnass. Ne? Und da mega. Also kannst natürlich jetzt am Armaturenbrett nichts machen, aber zum Beispiel Dachhimmel. Ja, ist halt, Musiker da auch.
Stimmt, das große Schwarz in Boxen? Ja, würde ich mal sagen, ne? Hier unten so ein kleinen Sticker dran. Das mit dem Tisch finde ich gut. Dann hat er noch ein Schweißgerät, Schutzgas. Das macht auch so einen Eindruck, wenn er auch so derjenige ist, der so ein Haus- und Hof-Handwerker ist. Wo der in der Nachbarschaft so, ja, geh mal zu Markus, der kann das. Und der hat auch Werkzeug so ein bisschen. Weil das hat irgendwie so einen coolen Charme. So auch. Ich finde das schon echt nice. Schöne Werkstatt. Und ich kann das nachvollziehen, dass er sagt, okay, eigentlich ist das mein bestes Werkzeug eigentlich auch meine Werkbank. Weil ohne das bist du manchmal echt aufgeschmissen. Und Messwerkzeuge hat er? Genau. Ja. Messschieber und gibt aber auch noch eine Messuhr mit drin. Bandmaß, ne? Bandmaß haben wir auch hier so ein paar in der Werkstatt. Das zum Beispiel finde ich ganz lustig. Ein Meter. Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Mit so einem Schlüsselanhänger. Aber jetzt sag mal, welches findest du von der Ergonomie? Vom Greifen, vom Prütteln, welches findest du besser? Ich finde das Milwaukee, finde ich das besser. Ja, ich auch. Weil ich dachte irgendwie, warum fühlt sich das besser an? Ja. Du denkst, die sehen doch fast gleich aus. Aber du hast hier diese Linie, das geht nicht so rund. Du hast hier so eine Linie und kannst dann hier so richtig umfassen. Mhm. Und das hast du da nicht. Diese Kante hier, die macht es, glaube ich. Und hier hast du auch nochmal so diese Kante, das ist alles gummiert. Nice. Und das hast du hier nicht. Also das ist Jammern auf hohem Niveau, aber du rutschst, guck mal, wo du hier mit dem Ding, das ist so nicht so definiert. Und Akkuschrauber DCD 996 von DEWALT, ja, waren wir auch mit zufrieden mit den großen Dingern. Die haben ordentlich Wumms im Ärmel, das sind echte Kracher. Aber du musst sagen, jetzt der Makita 481 ist ähnlich, ja, oder der Hitachi oder der Hikoki Multivolt 36 Volt Gerät, ja, das wäre immer noch mein Nonplusultra für einen großen Akkuschrauber. Ja. Oder jetzt auch der große Milwaukee. Blenden wir euch gerade mal das Video ein, als wir den Speedtest gemacht haben im zweiten Gang und die Schraube war innerhalb von einer Sekunde weg. Ne? War das 8x120er? Ja, und für die 10 schauen wir mit ungefähr irgendwie 11 Sekunden. Ja, also eine Sekunde, also 21, zack, da war diese Schraube war weg. Das lag daran, dass der Milwaukee im zweiten Gang so viel Power hat, dass er halt das im zweiten Gang geschafft hat, während die anderen das nicht im zweiten Gang geschafft haben und die schnutzeln dann mit 500 Umdrehungen oder so. Beziehungsweise auch wirklich auf die Ausdauer halt hinweg. Also manche Maschinen schaffen so ein, zwei, aber dann ist bei der dritten ist halt Schluss. Ja, dann werden die zu warm, haben die Überlastschutz. Und Milwaukee zieht einfach gnadenlos so weiter. Ja. Der Mario. Ja, moin, liebes Bauforum 24-Team. International Harvester. Trecker. Okay. Was ist das? So ein Bohrerschärfer oder sowas? Mhm. Sind die nicht so aus? Drehstrom hat er schon mal, das heißt, der Junge weiß schon mal, was gut ist. Und eine Leselampe. Ja, ja, eine alte. Schöne Grüße aus dem Münsterland. So, ich möchte auch meine Top-Werkzeuge vorstellen. Hier einmal meine Ständerbohrmaschine mit passenden Bohrern. Schön, das ist ein Schleifgerät. Funktioniert wunderbar. Ja, krass. Dann einmal Schweißtisch mit Schweißgerät für Pinne und einmal Schweißgerät für Schutzgas. Eigenen Ofen gemacht. Hier unser Werkstattofen, auch selbst zusammengebraten. Klingt aber nicht. Passende Pfanne. Hier auch ein Topgerät. Scheppach. Die Scheppach HS105. Scheppach HS105, guter Budget-Tipp. Haben wir euch mal gezeigt. Guckt nochmal unten in die Tischkreissägen-Playlist da oben. Je mit nachdem, dem Andi, ne? Mit dem Andi zusammen. Ja, hier siehst du aber auch, der Tisch ist natürlich nur so ein bisschen beschichtet. Das Zeug geht ab, aber ja, die Säge hat damals keine 200 Euro gekostet. Als ich die gekauft habe oder getestet habe, habe ich die für 189 gekauft. Mhm. Nach unserem Test ging die dann auf 300 hoch. Auf 300? Ja, eine Zeit lang. Und mittlerweile hat die sich wieder, glaube ich, ein bisschen erholt nach dem Hype. Aber guck, er hat auch wahrscheinlich Einschaltautomatik oder eine Anlaufstrombegrenzung eventuell. Mhm. Wobei, was ist diese Platte hier? Und da ist natürlich Ich habe beides mal gedacht, ob das beides mal für die Oberfräse ist. Ja, aber hier mit der Öffnung? Komm, wir gucken mal weiter. Links ist nochmal zusätzlich eine Stichsäge verbaut. Ah. Rechts eine Oberfräse, von oben verstellbar. Dann ein weiteres Highlight und Topgerät. Mein Kantentrimmer von Makita. Schöne Eichenplatte. Das ist auch nicht zu verachten. Das ist ein Brennstempel. Da habe ich Schlagzahlen zusammengeschweißt. Die kommen in den Ofen. Ja, Brennstempel, das passt auch hier zu deinem Spruch, ne?
Ja, natürlich. Nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Ja, guck mal, schönes Akkuregal hier. Was macht er mit dem Brennstäbchen, oder? Ja, irgendwie eine Schlagzahl einbrennen. Ach, guck mal, hier auch geilen Flaschenöffner. Und von Vera hat er den auch. Ja. Und damit? Oh, der hat irgendwie... Schönes Auto, schöner Käfer. Schöner Käfer, ne? Schöner Käfer. Oben Bakowinkel. Streichmaß. Rechts Makita Zirkel, auf jeden Fall. Battlebox. Ja. Hier ist so seine Messecke so ein bisschen. Mhm. Was Genaues hier. Das finde ich ganz süß hier, so kleine Eckregale. Kann man dann wunderbar... Machen wir das hier nicht auf. Werkzeuge beschriften, wie hier zum Beispiel eine Akkuschrauber. So. Ja, jetzt weiß ich auch, der Mario, der kommentiert auch immer relativ fleißig. Und jetzt ist das auch klar mit dem Brennstempel. Ach. Ja, wenn du die mal nachher auf eBay verkaufen willst, eventuell nicht. Ne? Aber auch, guck mal, hier hat auch noch einen alten Makita, 9,6 Volt, 1,3 Amperestunden. Ne? Wie viele Wattstunden sind das? Also, was sich da getan hat. Kappsäge hat er auch noch da. Winkelschleifer. Alten Makita Blechkoffer. Jo, den habe ich auch noch. Ja, den genau den gleichen habe ich auch noch. Ich wollte mal eine Butterbrotsoße. Guck mal, er hat auch grüne Bosch-Serie. Ja. Im Livestream wurden wir auch gefragt, was ist besser oder kann man Bosch grün kaufen? Ja, zum Teil schon, würde ich sagen. Motorsäge. Husqvarna. Und eine alte Handkreissäge. Jo. Vielleicht sogar Elu. Und Kränzler. Auch meine Top-Geräte. Einmal mein Kompressor und der Kränzle. Kränzle. Dankeschön. Ich glaube, dass er was gewonnen hat. Der hat sich noch nicht gemeldet. Ne? Nee. Ich glaube, ich habe irgendwas gewonnen, aber ich habe noch keine Mail. Ja, okay, Mario, wenn du irgendwas gewonnen hast bei uns in den News, schreib uns. Ich meine auch, ne? Ja, der hat was gewonnen, aber der hat sich noch nicht gemeldet. Zumindest habe ich, noch keine E-Mail. Ja, Kränzle Hochdruckreiniger hatte ich auch mal, war aber irgendwann kaputt. Wobei der von der Kränzle, wenn du dir den Kärcher anguckst und den Kränzler, dann sieht der Kränzle irgendwie schon serious aus. Okay. Mit diesem Messingblock da oben drauf und so. Hallo, ihr beiden. Wie ihr hier sehen könnt, meine drei Top-Werkzeuge, die ich aktuell in Benutzung habe. Ne, das Makita 18-Volt-System, was man schon erkennen kann. Dort der Akkuschrauber, zwar nicht als Schlagbohrvariante, aber für den normalen Gebrauch, sage ich mal, reicht der vollkommen aus. Dann die Makita Akkuflex, jetzt mit einer Polierscheibenaufsatz, allerdings auch mit Trennscheibe, alles wunderbar. Und dann kommen wir hier links noch darüber, mein Exzenterschleifer, der jetzt relativ neu ist. Und das macht halt ziemlich viel Spaß, alles mit Akku, weil jedes Mal irgendwo ein Kabel hinzuverlegen, ist echt schrecklich. Für mich, da man halt immer suchen muss, wo ist denn die nächste Steckdose. Und warum das Ganze mit Akku, ist deswegen. Oh, ist das? Ich habe gerade schon gedacht, ich habe nur den Fuß gesehen. Ich habe gedacht, hey, was ist das denn für ein Modell? Modellflieger. Ja, ich habe gedacht, so ein kleines groß. Auto. Was? Das ist ja riesig, warum hat das nicht länger gezeigt, Alter? Ja, auf jeden Fall Makita-Fan. Exzenterschleifer hatten wir auch schon mal. Wir Pluma verkauft. Winkelschleifer haben wir noch gar nicht gehabt von Makita. Sollten wir vielleicht auch mal kriegen irgendwann, bestimmt, ne? Ja, ich denke mal, wenn wir vielleicht mal 40-Volt-Geräte hier kriegen, dann machen wir mal ein Shootout. Ich war gerade mal im Außenlager, weil Thema Handlampen. Und das Schöne an diesen Handlampen ist, finde ich eigentlich auch, dass du so einen Akkuschraubergriff hast, so einen typischen Werkzeuggriff. Das Ding ist einfach handlich, du kannst es aber auch jederzeit hinstellen und ausrichten, so wie du lustig bist. Kannst du auch hier mit so einem Haken irgendwo dranhängen. Alles wunderbar und Akkus hier 18 Volt, so wie man es kennt. Aber wir haben das ja auch noch von Bosch und von Hilti. Und von der Bosch bin ich eigentlich relativ enttäuscht, weil zum einen, was ich überhaupt nicht verstehe und was mich echt nervt, du hast die Lampe hier so. Jetzt musst du den aber noch einklappen. So, jetzt hast du die Lampe hier so stehen. Jetzt klappst du auf, hast den in der Hand und jetzt musst du aber hier drücken zum Ausschalten. Also finde ich völlig Banane eigentlich. Du hast ja eh eine Zuleitung hier in den Lampenkopf. Ja, klar. Ja, für den Strom. Also hier hätte man auch den Schalter machen können, aus meiner Sicht. Und was hier auch noch auffällt, du kannst den Lampenkopf nicht drehen. Zur Seite drehen. Und noch eine Sache, der Griff ist relativ kurz. Jetzt guck mal, wenn du so Pranken hast wie ich hier, so große Flossen, dann ist das schon eigentlich zu klein. Weil ich sage, ist ja irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wenn man sich da wirklich mal die Sachen von Hilti anschaut,
was ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wie man es einfach sehr, sehr gut umgesetzt hat. Ja. Oder halt auch bei Makita, weil das ist eigentlich echt top. Ja, das ist also Kompliment an Hilti. Wir haben uns diese Lampe von Hilti gekauft, weil das ist die Mutter aller Handlampen. Finde ich wirklich. Und die haben es wirklich perfekt gemacht, weil du hast diesen schönen Griff, auch mit einer schönen Gummierung. Nice. Punkt 1. Dann der Trigger hier, der ist gummiert, auch schön. Und der sitzt auch perfekt da, wo er ist. Der sitzt perfekt. Für die Bedienung einfach jetzt. Ne? Genau, du hast das Ding in der Hand und willst mal eben leuchten, drückst so drauf, völlig intuitiv. Genau. Dann hast du zwei Lampenstufen, das hat die Makita auch. Die Bosch hat leider nur eine Stufe. Du kannst diesen Kopf zum Beispiel auch komplett nach hinten drehen, wenn du mal indirekt gegen die Decke leuchten möchtest. Dann hast du hier den schönen Haken. Und last but not least ein ganz schönes Feature. Das haben die anderen Lampen nämlich auch nicht, weil du machst es an. Und jetzt klappst du sie zu und jetzt ist sie aus. Und das ist so mega. Das ist ein super Produktdesign, ne? Also das stimmt wirklich alles. Und ist hell. Wenn du denkst, die beiden sind hell, vielleicht sieht man das in der Kamera, aber wir machen die mal auf hellste Stufe. Und jetzt machen wir die Hilti. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber gefühlt liegen da Welten zwischen. Da frage ich mich wieder, Leute, baut doch einfach so ein Ding nach. Milwaukee, bitte baut so eine Lampe nach. Ja. Micha kommt jetzt. Yo. 20 Team. Hallo André, hallo Max. Ihr habt aufgerufen, dass die Zuschauer ihre Top 3 und Flop 3 Maschinen mal vorstellen sollen. Also, Top 3. Meine Makita Flachdübelfräse. Was soll ich sagen? Das Ding ist exakt. Einfach nur genial, gut und zuverlässig. Top Nummer 2. Ebenfalls eine Makita, ist eine Brushless, die habe ich eigentlich nur wegen deiner 5 Ampere Akkus gekauft und muss sagen, ich bin begeistert. Sie zieht durch und gut, die Bosch hier sind keine Brushless, Vergleich hinkt somit ein bisschen, aber ich muss ehrlich sagen, ich arbeite nur noch mit der Makita. Und Platz 1. Die gute GTS 10, sie war meine erste Maschine, also meine erste große Maschine, hat schon ein bisschen Modifikation hinter sich, sollte ursprünglich eine Einlegeplatte reinkommen, aber das wurde dann anders entschieden. Ich habe einen eigenen Tisch gebaut dafür, weil es eigentlich geschickter ist. Ich habe eine Zyklonabscheider hinten dran, eine sehr gute Idee. So, die Maschine hier ist eine Maschine, die mich regelmäßig zum Ärgern bringt. Ich arbeite gern mit Buchenholz und diese Maschine ist dafür einfach zu schwach. Wenn ich einen 50er Pharmak reinpacke, habe ich das Problem, dass sich das Bohrfutter verklemmt und ich sie nur noch mit der Rohrzange hier rauskriege. Die Drehzahl fällt ziemlich stark ab und was mir am meisten stört ist, dass dieser Abstand hier zu gering ist. Da wird es wohl in nächster Zeit eine Änderung geben. Mein größtes Ärgernis hier ist diese Schäppach Schleifeinrichtung für Stechbeitel. War ein Spontankauf, war spontan schlecht, weil irgendwie ist das ganze Ding nicht im Winkel. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, mit dieser Maschine hier irgendwas einigermaßen winklig zu schleifen. Wurde schon ein bisschen justiert, hier wurde schon ein bisschen innen drin ein bisschen nachgearbeitet. Tja, shit happens. Also, macht bitte weiter so. Danke für euren Kanal, danke für eure YouTube-Sendung. Und Max, du brauchst ein eigenes Format, da kannst du André ein bisschen entlasten. Du kannst es. Tschüss. Du brauchst ein eigenes Format. Hat er gesagt. Ja, eine Personality-Show. Cooler Typ. Coole Werkstatt. Ich glaube, es ist auch Tischler sogar gelernt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das stand auch in der E-Mail. Und ja, man sieht es ja auch direkt. Ne? Also viel, viel im Holz unterwegs. Macht er sehr, sehr viel mit Buchenplatten und Buchenholz. Und alles andere war auch so darauf ausgelegt, als auf, wirklich auf Tischlerarbeiten. Angefangen bei seiner Tischkreissäge. Dann hat man auch hinten auch wirklich diese Freskomodo gesehen. Er hat auch wieder Makita, ne? Viel gehabt. Aber halt auch Bosch.
Was ich auch interessant fand, er hat sich keine Absauganlage mit einem Rohrsystem oder so, sondern er hatte unter der Tischkreissäge mit dem Zyklon-Vorabscheider einen eigenen Sauger und unter der Kappsäge auch. Ja. Und wahrscheinlich unter der Fräse auch oder dann mit dem Rohrsystem, weiß nicht, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, vielleicht macht es einfach immer Sinn, wenn er einfach größere Werkstücke hat, was ja im Müllbau durchaus mal vorkommt. Wenn er sagt, okay, ich baue jetzt eine kleine Kommode oder mal einen Kleiderschrank, da hast du ja ganz andere Größen, dann wird er sich das Ding auch alles mal so in der Werkstatt wieder hin und her schieben, dass das besser ist. Und da bist du irgendwann ja auch mit einem stationären, fest installierten Rohrsystem, kommst du an die Grenzen. Das meinen die Jungs bei Felder hier ja auch. Ja. Ihr könnt es machen, die Absaugleistung ist dadurch halt auch besser, wenn du wirklich Rohre nimmst, weil du hast ja bei den Schläuchen hast du halt auch immer noch die Verwiebelung einfach zu groß. Aber da bist du, was die Mobilität in der Werkstatt angeht, natürlich auch wieder stark eingegrenzt. Ja, das ist ja bei uns wirklich so, die Felder, Reinluftabsaugung ist mobil. Die können wir so ein bisschen mal drehen und wenden. Können wir hier hinstellen, da den Hobel oder auch wie auch immer. Genau. Und das ist halt sympathischer, ne? Und einfach viel auch einfacher. Ich denke mal, dass doch da auch sein Hintergrund gewesen ist. Und was habe ich noch gesehen? Die Flachdübelfräse hat er. Flachdübelfräse, genau, haben wir ja auch hier mit Akku. Genau, er hat ein netzgebundene. Ich habe mir damals überlegt, ich brauche so ein Ding. Und die Makita schien mir qualitativ eine gute Wahl zu sein. Also jetzt kein Gelumpe. Auf Akku bezogen, meinst du das? Auf Akku bezogen, ja. Und es gibt ja auch zum Beispiel von Einhell oder so, im Bereich 60, 80 Euro, glaube ich, lagen die. Da waren aber die Reviews so gemischt. Ja, und darüber bist du natürlich dann direkt irgendwo bei 500, 600 Euro. Ne? Und das Thema Schleifmaschine, Nassschleifer. Ach ja, stimmt, ne? Ja. No. Wenn ich groß wäre, wäre ich mal eine Tormac. Das war eine Scheppach, der Mr. Handwerk hatte, glaube ich, das gleiche Problem mal und ich habe auch von anderen schon gehört, die haben sich irgendwie sowas Billiges geholt, so ein Tormac-Nachbau und waren in der Regel frustriert, weil genau das Thema, vielleicht läuft dieser Motor einigermaßen oder dann ist diese Auflage aber nicht richtig winkelig, ja, und wenn du da irgendwie ein bisschen aus dem Winkel, dann kannst du das Ding... Ja, und das ist ganz, ganz ärgerlich, gerade wenn du Stecheisen schleifst, hast du ja deinen Phasenwinkel und die Kante muss ja auch genau, also du hast ja einfach dein Eisen und die Kante vorne muss genau rechtwinklig sein zu allem anderen. Und wenn das nicht ist, das fällt sofort auf. Und du kannst, wenn er zum Beispiel jetzt auch wirklich klassische Zinkarbeiten macht oder Schlitz und Zapfen, ist das halt echt da ein Frust. So, das ist wirklich Frust. Also Tormacs sind nicht billig. Aber es bockt halt auch, sich damit auseinanderzusetzen und dann hast du nachher echt Spaß. Gerade so Stecheisen, das geht super einfach. Messer ist wieder so ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Ich habe mir erstmal alte Küchenmesser genommen zum Üben. Ja. Und wenn du dann echt so ein altes Ding hast, wo du dich im Prinzip mit dem Arsch draufsetzen kannst, ohne dass was passiert, und dann bist du da ein bisschen am Werkeln und auf einmal ist das Ding Rasiermesser scharf. Ich denke auch mal, dass es auch zum Schleifenlernen ist das wesentlich besser sowas, weil du hast ja diesen Schleifstein, der im Wasser läuft. Und anhand des Wasserfilms siehst du auch immer genau da, wo dein Anpressdruck ist. Genau. Und das siehst du ja, wenn du zum Beispiel jetzt einfach einen Trockenschliff machst am Schleifstein, wo du mit dem Funkenflug, da ist das halt nicht so schnell erkennbar. Und das ist halt auch der Vorteil bei dieser Tormac. So, der nächste ist René. Und René hat eine ordentliche Bohrmaschine am Start. Mit Lampe. Hier mal ein Einblick in meine Werkstatt und meine Top 3 Werkzeuge. Ich beginne mit einem kleinen Schwenk durch meine Werkstatt. Nicht so aufgeräumt wie die meisten anderen Werkstätten bei euch oder wie eure eigene Studio-Werkstatt. Aber ich weiß, wo alles ist. Ich komme ganz gut hier klar. Dann kommen wir mal zu meinen Top 3 Werkzeugen. Die eine steht direkt schon hier vorne. Das ist meine Flott-Säulenbohrmaschine. Schon ein bisschen älter. Sehr mit zufrieden. MK3 Bohrfutteraufnahme. Es kann ein 30er Bohrer drin. Sieht man hier die Bohrfutteraufnahme. Kann man natürlich auch mit einem Bohrfutter benutzen, für kleinere Bohrer. Hat hier einen tiefen Anschlag. Hier oben natürlich die Geschwindigkeiten umzustellen. Sieht aus, ich kann auch schön langsam drehen. Das haben wir jetzt niedrigste, haben wir 100 Umdrehungen die Minute. Da kann man wirklich auch große Bohrer mit verarbeiten. Ja, genau das Baujahr ist mir nicht bekannt. Ja, wenn einer von euch vielleicht da ein bisschen im Thema ist und die erkennt, schreibt mal, wie alt das Schätzchen ist. Auf jeden Fall massiv. Aber die ist echt super. Mit einem schönen großen Maschinenschraubstock kann man hier sehr gut Stahl bohren. Gut, das war die Top 1. Top 2 wäre bei mir mein Schweißgerät, und zwar mein Schutzgastschweißgerät. Das ist hier unten das blaue, das Güdemig 190. Hat er da einen Baumarkt geklaut? Mhm. Ganz freie Schilder sind da auch. Ja, noch. Kannst du ja machen. Du gehst in, ja, hast du noch nie gemacht. Du musst auch machen. Du gehst in den Baumarkt und sagst, pass auf. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich würde das ganze Regal nehmen. Machen wir mal einen guten Preis. Ja.
Und dann hatte ich das mal. Und dann ist er hingegangen und hat einfach nur die Preisschilder vorne zusammen addiert mit seinem Taschenrechner. Also okay. Und dann habe ich das ganze Regal mitgenommen. Ja, und eine Pauschale noch fürs Regal, oder? Ja, ein Zwanni. Das habe ich jetzt schon 7-8 Jahre hier. Regelmäßige Benutzung. Funktioniert einfach super. Ist ein Max-Schweißgerät. Noch ein Transformator-Technologie. Und ja, man kann auch schon Gas, Nachstromzeit einstellen und Drahtanlaufgeschwindigkeit. Das heißt, damit kann man schon ganz gut arbeiten. Das ist natürlich stufengeschaltet wegen Transformator. Jo. Und drüber steht moderneres WIG-Schweißgerät von Stahlwerk. Das habe ich noch nicht so lange, deswegen will ich dazu gar nichts sagen, wie gut das ist. Aber in Güde ist ein Winzel-Schlauchpaket dran. Damit kann man schon ganz gut arbeiten. Und ist eben halt noch vom Budget her recht günstig. Gut. Ja, Stahlwerk. WIG-Schweißgerät, also wie gesagt, Schweißgeräte, da arbeiten wir nochmal dran demnächst. Aber Stahlwerk, bin ich mir nicht sicher, ist das, ich glaube, die sitzen in Deutschland, aber fertigen die in Deutsch oder ist das ein Importeur und die Geräte sind gelabelt? Aber ich glaube, Stahlwerk ist auch jetzt schon nicht verkehrt. Ne? Aber letztens habe ich ja gesagt, da stand irgendwie so ein Invertergerät, da habe ich gesagt, wäre vielleicht ein Powermixer aus der Veranstaltungstechnik, also ein Verstärker mit einem Mixer. Ja, ja. Aber es war tatsächlich irgendwie so ein Invertergedöns. Ach. Mit 1000 Reglern dran. Und die Leute wussten sogar, was für ein Fabrikat das war. Dabei habe ich mich für den Steckschlüsselsatz entschieden. Und zwar hier von Wiesent. Ein 1,5 Zoll, ein Viertel Zoll Kasten. Wiesent ist ja ein normaler Baumarktartikel. Aber ich bin von der Qualität, finde ich, wirklich gut. Schön fein verzahnt. Sehr robust. Habe ich schon viel benutzt. Auch schon wirklich, auch mit dem Fuß schon entgegengetreten. Also mich draufgestellt, das hält das wirklich gut aus. Und hier wirklich auch relativ fein verzahnt. Die Form gefällt mir, liegt gut in der Hand. Das kann man gut gebrauchen. Alle möglichen Nüsse, Verlängerungen und so weiter dabei, die ich so brauche. Habe ich schon nichts vermisst. Ja, die kleine Viertelzollratsche, die ist nicht kaputt gegangen. Und die habe ich irgendwie mal verloren. Da habe ich mir von Bronx und die Mikroklick nachgekauft, weil ich die einfach hier schnell vor Ort gekriegt habe. Und die gefällt mir eigentlich noch ein bisschen besser, weil sie ein bisschen handlicher ist als die in Viertelzoll von Wiesen. Sieht man hier auch an Aussparung. Der Koffer, in dem drin ist, ist auch wirklich gut. Wie gesagt, ich habe den wirklich seit Jahren regelmäßig immer im Einsatz. Und der verschließt gut, lässt sich gut tragen. Robuster Koffer. Ist auch Metall, ne? Das ist, glaube ich, die Professional-Variante von Wiesen, nennt die sich. Die hat nochmal ein bisschen feinere Verzahnung und eben halt einen stabileren Koffer. Gut. Ja, aber Wiesent, ne, ist, glaube ich, Bauhaus. Bauhaus, ja. Bauhaus eigene Handelsmarke, sagt man ja so. Ja, finde ich auch cool, ne? Contorion hat diese eigene Marke Stier. Ja. Die haben Wiesent. Das Werkzeug, was er da drin hat, von der Knarre, sieht aus wie typische China-Knarre, die es auch in verschiedensten Variationen gibt. Unter anderem auch, glaube ich, bei KS Tools hatten wir die schon gezeigt. Dann in unserem günstigen Werkstattwagen für 500 Euro. Was ich hier gut finde, ist ordentlicher Kasten drumherum und ein ordentlich geschäumtes Inlay oder ausgefräst, was nicht zerfleddert, was einen guten Eindruck macht. Ja. Und also cool, wir hatten gerade diese Holzwerkstatt und jetzt haben wir eine Metallerwerkstatt gehabt. Ja. Da sieht man das halt auch und ich frage mich halt auch immer, was die Jungs halt immer machen. Dann würde ich noch einfach nur ergänzen dazu, noch vom Proxos, den Dreiviertelzollkasten dazu zeigen. Dass das eben die Schrauben eben größer werden, zum Beispiel am Traktor nutze ich den gerne. Es beginnt hier bei 22 mm, geht hoch bis 50 mm. Schon eine amtliche Größe. 50 mm habe ich schon mal benutzt. Ach ja, genau, damit habe ich die Fettkappen mal abgemacht vom der Radnabe. Deswegen, aber es braucht man natürlich eher selten, die großen Nüsse. Und die Ratsche fällt mir wirklich gut. Damit kriegt man auch festsitzende Schrauben ganz gut los. Schöne Länge, hier oben der Verschluss ist auch super. Für die Größe auch noch relativ fein verzahnt, wie man es vielleicht hört. Guck mal, interessant, der hat gar kein Inlay hier, sondern der Blechkasten, das sind so Blecheinteiler hier, glaube ich. Ne? Ich suche den mal raus und verlinke den unten in der Beschreibung. Ich weiß nicht, was er kostet. Ich würde jetzt mal schätzen, wenn es ein Proxon ist, 150. Hätte ich auch gesagt, 150 Euro. Ein wirklich gutes Werkzeug. Hier kommt ein 1,5 Zoll, Viertel Zoll Kasten viel öfter zum Einsatz als hier der große 3,5 Zoll. Gut, das war's von mir. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen. Ja, auch eine schöne, coole Werkstatt. Relativ viel Raum, fand ich. Sah zumindest im Video so aus. Ja. Eine schöne Flott, ein schönes Eisenschwein. Jo. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr das ruhig auch mal anlasst. Also, dass ihr das mal ein bisschen Strom drauf gebt und mal das Ding vielleicht mal in Aktion zeigt.
Gerade hier bei dem letzten Eisenschwein, was wir da hatten. Das war schon... Das, was in der Ecke da... Da hat einen so einen kurzen Schwenk gedacht, ey... Das war aber ich glaube, wenn er das Ding anmacht, dann muss er vorher irgendwie mal im Dorf Bescheid geben, dass der Strom ausfällt. Oder dass das Licht mal kurz runterregelt. Ja, er sagt, er macht was mit Treckern. Viel Metall. Ja, vielleicht ist auch so ein klassischer Schlossertyp, so, ne? Der hat viel Schrauben. Oder hat einen Hof mit einem Träger. Und vielleicht hat er doch einen Defender auch. Vielleicht viel am Defender-Schrauben. Defender mit 50er Schrauben. Er hat auch gesagt, er hat irgendwie die Narbe vom Trecker losgemacht oder so. Oder die Felge. Ach so. Eine Narbe. Aber gemäß dem Motto Bauforum 24 sendet, Bauforum 24 spendet, hau mir wieder was raus. Ich habe euch das in dem Stream schon gezeigt. Könnt ihr nochmal reingucken. Im Prinzip so ein bisschen hier legitime Ergänzung, glaube ich, für das Toolcheck Plus. So ein kleiner Ratschensatz, wo du diese Knarre hast, so ein bisschen größer als im Toolcheck Plus. Dafür, solche Nüsse sind sehr schmal oder sehr niedrig. Dann hast du so eine Bauhöhe. Mega. Ist auch arretiert, macht richtig Bock. Das Ding verlosen war unter allen Kommentaren zu diesem React-Video. Hashtag Werkzeug. Ihr sollt einfach mal eure Meinung, eure Kommentare zu den Werkstätten, was hat euch am besten gefallen und natürlich dran denken, schickt uns weiter Einsendung, ne, an die Redaktion, Link unten auch nochmal in der Beschreibung. Video auf jeden Fall im Querformat, eure Top 3 Werkzeuge, aber auch eure schlechtesten Werkzeuge, jeweils ein Video und vielleicht auch eure ältesten Werkzeuge, Top 3 jeweils oder euer ältestes Werkzeug, vielleicht müssen wir da keine Top 3 machen. Ja. Und dann und natürlich nicht vergessen zu abonnieren und das Glöckchen zu drücken und dann sehen wir uns auch schon Mittwoch um 18.30 Uhr wieder und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Oder irgendwie so Max Private to the Max. Ja genau, so nennen wir das. Okay, dann richten wir dir oben so eine Wohnung ein. so ein Terrarium. Und alles so, aus Glas. Alles aus Glas mit so Streu, Einstreu. Und so füttern. Und so ein Baumstamm, wo ich drauflegen kann. Wo drüber so eine Wärmelampe ist. Ja, so eine Wärmelampe. Oder so eine Japansäge. Ja. Dann so, ja, ist der Max denn nachtaktiv? Nee, mittlerweile ist er so tagaktiv. Aber ab und zu, wenn sie Glück haben, dann sägt er auch mal. Oh, jetzt sägt er gerade, wenn man ihn füttert. Das ist ziemlich witzig.